Die Bewohner dieses verschlafenen Ortes in Texas sind in völliger Aufregung, denn ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Der heißt aber nicht Jack, John oder Bill, sondern Manfred. Und der ist ein waschechter Berliner. Wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt in unserer neuen Rubrik The Germans. Hawkins in Texas. Ein verschlafenes Örtchen mit gerade einmal 1700 Einwohnern. Obwohl es hier sogar eine eigene Polizeistation gibt, hat sich lange Zeit niemand um das Gesetz gekümmert. Doch diese Zeiten sind vorbei. Denn jetzt sorgt ein deutscher Auswanderer für Law and Order. Egal, ob man Deutsch redet, Englisch redet, Chinese redet, diesen Sound kennt alle. Wir Deutschen sind ein bisschen anders, ja. Wir kommen morgens um 6.30 Uhr, gehen nach Hause um 5.06 Uhr. They call me the Germanator. Manfred aus Berlin, ein Unikat der Gattung The Germans. 7.30 Uhr am Morgen, Arbeitsbeginn für Manfred Gilo. Seit 3 Monaten arbeitet er im Polizeirevier von Hawkins. Morning, Cheryl. Morning. Everything good? Everything's good. No complaints? Nothing going on at the moment. All right, perfect. Der gebürtige Berliner hat sich in Texas bis zum örtlichen Polizeichef hochgearbeitet. Der höchste Rang, den ein Polizeibeamter in den USA erlangen kann. Manfred ist der einzige Deutsche, der das je geschafft hat. Und das, obwohl seine Karriere ganz anders begann. In Deutschland war Manfred im Hotelgewerbe. Doch das wurde ihm irgendwann zu langweilig. Ich wollte irgendwie raus aus Deutschland. Ich wusste, ich muss raus. Ich muss was anderes machen. Er arbeitet auf Kreuzfahrtschiffen und lernt dort eine Amerikanerin kennen. Mit ihr zieht er nach Texas und gründet eine Familie. Und er verwirklicht sich seinen größten Kindheitstraum, Polizist zu werden. Vom einfachen Streifenpolizisten arbeitet er sich bis zum Polizeichef hoch. Doch von Ausruhen keine Spur. Das Revier wurde von Manfreds Vorgängern ziemlich vernachlässigt. Deshalb steht für ihn Aufräumen auf dem Plan. Schon in der ersten Woche schreibt Manfred mehr Strafzettel als seine Vorgänger in einem Jahr. Ich meine, ich komme hierher als Polizeichef 2-3 Tage. Nur 2-3 Tage. Die gesamte Atmosphäre in der City Hall, die Leute drumherum, haben sofort gesagt, na wow, was ist denn hier los? Manfred packt an, ohne zimperlich zu sein. Meine Polizeibeamten, ich sage, look, da sind einige Sachen, die werden dir nicht gefallen. Und dann denkst du, na what denn? Aber ich bin Polizeichef, das ist mein Polizeidepartement. Wenn du das nicht magst, gehst du in die Toilette, weinst ein bisschen, wischst dir die Tränen ab, weiter zur Arbeit. Berliner Schnauze in Texas. Ob das bei den Kollegen ankommt? Ich arbeite gern mit Chief Gilo. Er ist super und weiß, was er tut. Wenn da nicht ab und an kleine Sprachschwierigkeiten wären. Wenn er sich aufregt, wird es ein bisschen schwierig, ihn zu verstehen. Er spricht dann sehr schnell und hat, naja, nicht wirklich eine Sprachblockade, denn er ist ja schon länger hier, aber es wird schwierig, ihn zu verstehen. Trotz Sprachproblem, Manfred kann sich als Chef durchsetzen. Auf dem Parkplatz steht Manfreds ganzer Stolz. Ein Polizeiauto mit 400 PS. Zur Spezialausstattung des Sportwagens zählt ein massiver Rammbügel, um Verfolgungsjagden zu beenden. Wie uns Manfred in seinem ganz eigentümlichen Berliner Texas-Akzent erklärt. Wenn er zu gefährlich wird, dann ramm ich den auf der Straße. Was sagen eigentlich die Texaner zu Manfreds Dialekt? Wir fragen Tom, den Bürgermeister. Wenn er jemand auf der Straße trifft und mit seinem Akzent spricht, verstehen die Leute, dass er ein guter Mensch ist. Er macht gute Arbeit und ich glaube, wir lieben diesen Kerl sogar. Manfred zeigt uns, was auch für ihn am Anfang gewöhnungsbedürftig war. Das Arsenal an Waffen, das jeder Polizist in Texas mit sich führt. Wie zum Beispiel das Sturmgewehr vom Typ AR-15. In Texas ist das leider nötig. Jeder zweite Haushalt hat eine AR-15 oder eine Shotgun. So, wir müssen sowas auch haben, because, you know, aber unsere Pistole wird da nicht weit kommen mit, ja. Wir würden Manfred gerne auf Streife begleiten, doch der muss, typisch deutsch, erst noch sein geliebtes Auto putzen. Das Equipment muss sauber sein. Das hält auch länger.
Aber dann können wir mitfahren. Zwei Dinge machen seinen Job besonders gefährlich. Unberechenbare Drogenabhängige und die Tatsache, dass in Texas die meisten Menschen bewaffnet sind. Manfred fällt ein Motorradfahrer auf, der ohne gültige Versicherung fährt. Was sich nach Lappalie anhört, wird gleich ernst. Seine Registrierung am License Plate ist expired im Oktober 2018. All right, let me see your license and your insurance, please. My wife's got on me. What do you mean? My wife's got on me. You're required to have your license on you. Yes, sir, I am. Okay. Oh, okay, where's your insurance? I think it's expired, now. I think it's still. What are you drinking? Did you have been drinking or something? That smells horrible. It smells like liquor. Still. Yeah, okay. Manfred gibt über Funk die Daten des Mannes durch. Anscheinend ist die abgelaufene Versicherung nicht das einzige Problem. Die Person hat drei offene Haftbefehle aus Mississippi für den Besitz von Meth, Amphetamin und Marihuana. Der Führerschein ist abgelaufen. Manfred hat genug gehört. Der Mann wird verhaftet. Put your hands up there. Is there anything on you, any weapons? Put that hand behind your back. Don't do nothing else, okay? You got felony warrants. Manfreds Kollege Robert kommt dazu. Er wird den Mann ins nächstgelegene Sheriff Office fahren. Bei einer Verurteilung drohen 5 bis 7 Jahre Gefängnis. Um sein Revier sauber zu halten, fackelt Manfred nicht lange. It muss sehr schnell gehen, weil ist eine kleine Stadt und das war ein simple arrest for me. Da bin ich ziemlich deutsch. Zeit für eine Mittagspause in einem texanischen Barbecue-Restaurant. Hey, Ladies. Hey, how are you? Good. Time for some lunch. What you want? Fettiges und frittiertes Essen satt. Dabei ist die Fastfood-Kultur nicht wirklich etwas für den ernährungsbewussten Berliner. Die nehmen sich nicht Zeit zum Essen hier. Alles schnell, schnell, schnell. Ja, dadurch ist auch die Figur ein bisschen schnell, würde ich sagen. Seit 13 Jahren war Manfred nicht mehr in Deutschland. Klar, dass er manche Dinge vermisst. Ja, eine schöne Roulade mit Spätzle oder Schweinshaxe mit Knödel und Rotkohl, ja, das vermisse ich doch schon, ja. Statt deutscher Hausmannskost gibt es mal wieder Fast Food. Manfred hat eine Mission, das Vertrauen der Bürger in die Polizei zurückzugewinnen. Regelmäßig besucht er lokale Firmen und erkundigt sich nach dem Rechten. Hello, ladies. Hey. How's it going today? Good. Good. Everything okay? Yes. Obwohl der Ex-Berliner Manfred hier erst seit 3 Monaten Dienst macht, hat er schon einen Haufen Fans. Er hat diesen coolen Akzent. Wir hören ihm gern zu. Es ist super, ihn hier zu haben. Er macht einen fantastischen Job. Manfreds deutscher Hintergrund scheint für seinen Job kein Nachteil zu sein. Ganz im Gegenteil. Er ist anders als wir und bringt so neuen Wind her. Und ich glaube, genau deshalb haben wir ihm eine Chance gegeben. Manfreds deutsche Art kommt gut an bei den Texanern. Er greift zwar hart durch, ist aber auch ein sympathischer Typ, der auch mal ein Auge zudrückt. So darf zum Beispiel der örtliche Mechaniker ab und an mal etwas über die Stränge schlagen. Aber Manfred ist sich auch bewusst, dass nicht jedes Kompliment von den Amerikanern auch wirklich ernst gemeint ist. Das Einzige, was ich hier habe, wo ich immer sage, ist diese Ehrlichkeit. Diese gespielte Freundlichkeit. Von vorne, with each other, ist alles, hey, good. Und hinter dem Rücken reden sie über dich. Und das ist einfach grauenhaft. Ansonsten fühlt sich Manfred in seiner neuen Heimat wohl. Auch mit Präsident Trump, der in Deutschland höchst umstritten ist, kann er sich arrangieren. Trump ist proactive oder pro-police. Er sagt, was viele Menschen hier denken.
Am Abend geht es für Manfred nach Hause. Er wohnt hier zusammen mit seiner Frau. Seit 4 Jahren sind die beiden glücklich verheiratet. Nur Manfreds direkte Berliner Art war für Janet anfangs etwas schwierig. Wenn ihm etwas nicht gefällt oder ihm etwas gegen den Strich geht, sagt er dir das direkt ins Gesicht. Das war für mich schon gewöhnungsbedürftig. Das Haus der beiden wirkt auf uns typisch amerikanisch. Doch im Speiseschrank entdecken wir dann doch etwas aus Manfreds Heimat. Meine Schwester kommt von Deutschland fast jedes Jahr einmal und die bringt mir mit Schmorbratensoße und Rouladenfix. Manfred vermisst wenig aus Deutschland. Er hat sich in den USA eine neue Existenz aufgebaut und dort sogar seinen Kindheitswunsch, Polizist zu werden, erfüllt. Ich bin stolz, Deutscher zu sein, Berlin geboren, ist alles ja, irre. Und aber mein Leben jetzt ist doch mein Zuhause ist Amerika geworden. Ja. Manfred hat es als erster Deutscher zum Chief of Police gebracht und so seinen eigenen American Dream of Life verwirklicht.